guten Morgen, New Delhi. Gerade meine Klamotten weggebracht und jetzt gucke ich mal, wo ich Frühstück herkriege. Da drüben ist gleich Pahaganji, das ist nicht weit zu laufen, 5 Minuten. Und da gibt es eigentlich alles, was der Mensch braucht. Hier brennt schon wieder die Luft. So, erstmal Frühstück suchen. Hier sieht es wieder aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Also nichts Neues. Mal gucken, wo hier ein genehmes Café ist. Man preiswert Frühstück einwerfen kann. So, jetzt bin ich auf dem Weg zum Eisenbahnmuseum. Also wer hier glaubt, ist neblig, ist nicht neblig. Smog. Das normale. Frühstück habe ich auch schon. Noch ein kleines Schwätzchen gehalten. Ein Stückchen mit der U-Bahn gefahren. Und jetzt laufe ich die letzten 1,5 Kilometer bis zum Eisenbahnmuseum. Wenn wir uns das mal angucken. So, jetzt bin ich im Eisenbahnmuseum. Kann man hier auch schön rumlaufen. Muss man das erstmal angucken. Aber das ist doch mal was für den Onkel. Mal gucken, muss mich erstmal orientieren hier. So, hier ist mal ein schönes Museum zur Geschichte der indischen Eisenbahn. Yes? So, für die Inder gibt es auch eine kleine Spielzeugbahn. Damit können sie dann einmal hier rumfahren. Aber das kann man sich auch sparen. Hier sind zwar ziemlich viel Ausstellungsstücke hier, alte Loks, alte Waggons. Aber die sind hier auf 2 Gleisen hingestellt. Ein bisschen mehr Platz wäre nicht schlecht gewesen. Um sich das anzugucken. So viel für einen Panzerwagen, das weiß ich auch nicht. Aber sie haben sogar Kohlen drauf. Ein Schießschaden. Auch nicht schlecht. Ich werde mal meine Runde hier drehen. Vielleicht auch noch vernünftige Fotos machen, aber sieht nicht so aus. Ist alles ein bisschen dicht zusammengestellt. So, hier sind mal die neueren abgestellt. Es ist wirklich bloß abgestellt, was sie hier machen. Das Restaurieren und Fliegen ist wahrscheinlich kein Geld da. Über 20 Rupien Eintritt. Das ist nicht verwunderlich. Was dafür nichts übrig ist, gehen wir mal ein bisschen da hinten gucken. Also hier ist wirklich bloß aufgereiht und abgestellt. Mehr nicht. Ein paar andere Sachen haben sie hier schon. Eine Asbach alte E-Lok. Dahinter ist noch so ein Geschoss. Leider sind selbst die Schilder, wo die Loks beschrieben sind, schon abgefallen. Da ist nichts mehr zu holen, nichts mehr zu lesen. Sehr interessantes Fahrzeug. Dodge. Ich glaube, er macht das Dach dicht, weil er da drin pennen will. Wir gehen mal auf die andere Seite gucken. Und dann werde ich mich wieder verziehen. So, das sind die alten Waggons des Palace on Wheels. Oder das, was davon übrig ist. Da wird bald gar nichts mehr übrig sein. Mal an. Den Zug gibt es heute auch wieder, schweineteuer. Tote Vögel gibt es ja auch. Also rottet hier alles so schön vor sich hin. Hier nochmal da drüben gucken. Dann geht's weiter. So.
gleich abmarschieren. Die Kinder auch ganz geordnet Abmarsch. Wir suchen in die Ordnung, Bartikel, mein lieber Mann. So, jetzt spielen wir wieder Autorikscha fahren in Bailey. Sehr lustige Aktion. Müssen wir am Bahnhof wechseln. Weil ich zu faul war, mit der Metro zu fahren und dann noch ja, Kilometer zu laufen, war ich halt mal Rikscha. Geht eigentlich. Kein Euro 50, Euro 40 oder sowas. Man kann auch mal tief durchatmen im Smog. Eine Stunde habe ich noch Zeit, das werde ich ja wohl schaffen. So 4 Kilometer oder sowas. So, on the way. Aber er ist ein ganz ruhiger Fahrer. Hupt nicht rum, sondern fährt ganz locker seinen Stil durch. Ich glaube, er kriegt ein Trinkgeld. Wir haben noch nicht einmal die Hupe benutzt. Wir sind schon 2 oder 3 Kilometer unterwegs hier. Das ist unglaublich. Der drängelt nicht. Der ganz ruhig sein Stil durch. Unterwegs. Ach so, das ist immer noch kein Nebel. Das ist immer noch Smog. Obwohl diese ganzen Autorikschas schon auf Autogas umgestellt sind. Aber irgendwie hilft das nicht. Die Stadt ist dermaßen vergast, das ist eine wahre Freude. Also hier hält man 2 Tage, 3 Tage vielleicht aus, dann möchte man eigentlich raus. Mal wieder frische Luft haben. Bahnhof Nizza Modin. So ein bisschen abgelegen, also mit dem Metro muss halt noch ein Stück laufen. Aber so ist das okay. So, dann gucken wir, wo unser Zug ist.